Hallo und willkommen zurück. Es ist immer wieder fantastisch, weil wir einfach so spontan im Endeffekt agieren. Es ist schon irre. So ist es. Uns macht genauso viel Spaß und ich hoffe, dir macht es auch Spaß beim Zuschauen. Heute nehmen wir dich mit auf eine Reise, denn es geht jetzt darum, in den Himmel sozusagen, nämlich irgendwann in diesem Prozess, möchtest du dem Kunden natürlich auch ganz klar sagen, mein Freund, was ist denn der Vorteil von unserer Zusammenarbeit, sprich, wenn du meinen Plan auch annimmst? Und wir haben im Wesentlichen ja zwei Hauptmotive. Wollen wir hin zu etwas oder wir wollen von etwas weg? Und das sind die beiden Hauptmotive, die wir haben. Und dein Kunde in dem Fall auch. Deswegen ist doch die Frage, die du dir stellen solltest, welche Schmerzen hat dein Kunde, wo du ihn dafür wegbringen kannst? Oder was auf der anderen Seite hast du Positives noch darüber hinaus, um das Gute, was er hat, noch weiter verstärken zu können, noch mehr hin zu etwas Positivem zu gestalten? Und darüber magst du dir heute Gedanken machen, nämlich die positiven Vorteile. Was und wie verändert sich das Leben deines Kunden positiv in Zukunft, wenn er deinem Plan auch wirklich folgt? Denn wenn du das definieren kannst, was über das Ziel, nämlich das Programm zu machen, das Produkt zu kaufen, hinausgeht, dann holst du Menschen ab. Denn das Produkt an sich oder deine Dienstleistung ist nur Mittel zum Zweck. Somit, wir alle kennen die Geschichte zu sagen, verkauf nicht den Nagel und den Hammer, sondern verkauf das Bild an der Wand. Verkauf nicht das Auto, sondern verkauf die Möglichkeit, schneller irgendwie zu Schatzi zu kommen, der oder die in irgendeinem anderen Ort ist. Wir nehmen unser Produkt, unsere Dienstleistung als Vehikel, als Gefährt. Und dazu müssen wir natürlich wissen, was passiert denn, wenn ich am Ende in der anderen Stadt auch ankomme? Und da ist heute der Fokus drauf. Daher überleg dir einfach, was sind die Argumente dazu, um eben hin zu etwas ganz Tollem zu kommen, beziehungsweise weg von anderem. Was ist das, was da hinten dran steht? Und denk bitte dran, wie Norman es gerade eben gesagt hat, am Ende steht immer etwas, um bei Schatzi zu sein, eine Emotion, die deinen Kunden im Endeffekt befriedigt, weil genau darum geht es. Viel Spaß beim Ausfüllen, wir sehen uns morgen und dann gehen wir einen Schritt weiter. Und bis dahin, denk dran, lebe deine Berufung.